Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal und wir werden heute drei Sehenswürdigkeiten bzw. drei Ausflugsziele vorstellen. Und zwar, wir befinden uns jetzt gerade da in Rotholz, das ist in der Nähe von Jembach. Und wir werden jetzt zur höchsten Fichte Tirols wandern. Die ist ca. 53 Meter hoch und weiter geht es dann hinterher auf die Rottenburg. Und die nächsten zwei Ausflugsziele sind weiter in der Nähe von Innsbruck. Aber lasst euch einfach überraschen. Ich würde sagen, kommt einfach mit und ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Let's go! Ja, arschkalt ist es heute. Und ein schattiges Loch. Schauen wir mal da. Auf 2 Stunden, 8000 Schritte. Ah, das ist ja cool. Aber wir werden uns heute, wie gesagt, mal die Fichte anschauen, oben auf die Ruine gehen. Dann haben wir noch 2 coole Sachen. Schauen wir, was wir alles da tun. Ja, da oben wäre auch schon ein Ziel, die Nordburger Kapelle und da vorne, da ist die Rotenburg-Ruine. Dieser, da muss den Kopf reinstecken. Oh, sogar ein bisschen Abenteuerlichter. Fein. Cool. Da oben ist auch noch mal was, aber jetzt suchen wir gerade den Baum. Und das ist die höchste Fichte Tirols mit 53 Meter. Ah, ich habe es mir spektakulärer vorgestellt. Ah, die ist aber schon riesig, gell? Jetzt gehen wir noch schauen, was da steht. Da sind noch ein paar Erholungsbänke auch. Weil der Weg darauf, der war jetzt nicht wirklich schwierig, gell? Für jeden leicht zu erreichen. Ist auch mehr ein Spaziergang gewesen wie eine Wanderung. War schon sehr imposant. Ja, wenn ihr lesen wollt, könnt ihr auf Pause drücken. Aber sehr interessant. Steht, ist es sogar ein Naturdenkmal. Meter hoch. Ja, das kann schon was. Heute ist echt groß. Ist zwar unspektakulär, aber es ist echt groß. Stell mal daneben, das ist schon ein Mordsapparat. Ja, ja, das ist schon. Ah, ist ein Mordsgerät. Schauen wir mal an, was da noch steht. Ah, überall so kleine Bachelen und also wirklich, die aus ist ja schon Bombe, gell? Voll ein netter Spaziergang mit der Familie. Ja, absolut. Total. Absolut. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns doch hinten die Kapelle und die Ruine an und dann starten wir zum nächsten Objekt. Auf jeden Fall. Ja, da ist jetzt die Ruine. Jetzt suchen wir gerade noch den Eingang. Das heißt, wir gehen jetzt noch ein Stück den Weg da runter. Da müsst ihr gleich irgendwo links da eben zur Ruine gehen. Cool.
Ah, da sehen wir gerade, der Weg ist gesperrt, aber. Ihr hängt fest. Nein, nicht schon wieder. Hm, weiter. Okay. Mal stark. Ja, jetzt sind wir bei der Rottenburg. Ah, deswegen ist Sturmschäden der letzten Wochen. Da hängen die ganzen Bäume quer. Das heißt, lass uns schnell drunter hergehen. Ah, ist wirklich cool da. Ja, schauen wir uns das Ganze ein bisschen an. Das Highlight war ja eigentlich die 53 Meter hohe Fichte. Aber ich muss sagen, die Ruine gefällt mir bald noch besser. Da unten ist die Nordburger Kapelle, da gehen wir natürlich gleich auch noch hin. Und da haben wir einen ganz tollen Blick übers Inntal bzw. auf Jembach. Jetzt lassen wir uns das Ganze mal auf uns wirken. Leider schon ein bisschen kaputt das Ganze. Wie gesagt, wenn ihr vielleicht die Schilder in Ruhe lesen wollt, drückt einfach auf Pause. Boah, aber der Weg ist halt in sich, gell? Ja, aber geil. Voll super. Schön, richtig geile Location, ja. Aber wir sind ja immer noch nicht beim Ende. Da geht es noch mal auf. Ah, ich glaube, jetzt haben wir den höchsten Punkt erreicht. Stark, stark, stark. Ja, viel ist nicht mehr übrig von der Burg, gell? Aber ich werde euch auch ebenfalls den Link von Wikipedia von dieser Burg ebenfalls in die Beschreibung reintun. Ah, das Gelände ist einmal riesig, gell? Da unten haben wir auch eine Feuerstelle und einen Grill. Das heißt, man könnte auch da übernachten bzw. einen kleinen Griller machen. Aber jetzt gehen wir gleich noch unten zur Kapelle und schauen uns das auch noch an. Ja, jetzt haben wir gerade gesagt, die Burg muss ja riesig gewesen sein, weil überall noch so Stützmauern sein, beziehungsweise die Mauern da direkt da im Dingens rein. Stark. Wirklich toll. Da kommen wir jetzt zur Nordburger oder Notburger Kapelle. Und für unser Outdoor begeisterten User, muss ich mal zeigen, gibt es da eine richtig geile Feuerstelle mit Bänken. Und dadurch, dass hier überwiegend Laubbäume stehen, also ist Waldbrandgefahr eher nicht so hoch, aber richtig cool. Was ist los? Du schaust so ängstlich. Die ist noch im Betrieb. Ja, selbstverständlich. Schau, da brennen Lichter. Ja, die ist noch im Betrieb. Gehen wir mal rundherum und vielleicht gehen wir noch rein. Ja, da gab es mal einen Stempel. Stempelkasten Rottenburg. Das war wahrscheinlich für so Wanderabzeichen oder so. Geh mal rein. Warte eine Sekunde, lass mich gerade da noch diese schöne Krippe abfilmen. Ah, okay, super. Oben noch eine Glocke. Kennst du den Film, ein Zombie hing am Glockenseil? Die Kapelle schaut genauso aus. Und da oben ist die Glocke. Noch einmal, gell?
rauf. Notburger Kapelle innen rein. Wunderschön. Oh mein Gott, was ist das? Das schaut so gruselig aus. Da eigentlich der Eingang, oder? Boah, stell dir mal vor, wie früher klein waren die Leute. Ja. Du hast jetzt gerade Heil erfahren. Echt? Mhm. Was steht da? Ich bin die Tür. Wer durch mich hindurch geht, wird Heil erfahren. Also mal nett. So. Ich würde sagen, Spot Nummer 1 erledigt. Das war die höchste Fichte Tirols mit 53 Meter. Dann haben wir die Rottenburg und die Notburger Kapelle. Und das alles in der Nähe von Jenbach zu Fuß zu erreichen. Ich würde sagen, wie lange haben wir gebraucht? Halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Ja, jetzt könnt ihr den Weg aufgehen. Überhaupt kein Problem mit dem Wagen da oben bei der Burg. Ist momentan ein bisschen gesperrt wegen der starken Windwurf. Aber ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spot und lasst euch einmal überraschen. Und ich würde sagen, Lisa walte deines Amtes und schnipp uns weg. Zack, und schon sind wir beim nächsten Spot. Und jetzt geht's auf zur Teufelsmühle in der Ortschaft Rinn. Die Parkmöglichkeiten bzw. die Beschreibung fürs Navigationsgerät, die tue ich euch unten. Dann hinterher brauchst du ins Navi eingeben und dann findet ihr gleich den Parkplatz. Ich würde sagen, auf die Teufelsmühle. Ja, links geht es zum Forellenteich, ist aber Privatweg. Wir gehen jetzt aber rechts. Ja, ganz unscheinbar unten bei dem Bankel oder bei dem Martal geht es dann einfach in den Weg rein. Aufpassen, wenn ihr Hunde habt, bitte an die Leine nehmen. Da sind überall Pferde und Reiter. Auch schon richtig cool aus. Ja, nach knapp 20 Minuten Weg sind wir bei der Teufelsmühle angekommen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wow. Geh da rein! Wow, na da krieg ich einen. So nicht! Alter, der richtige Stollen rein! Thank you.
Dieser Stollen wurde von russischen Kriegsgefangenen gebaut als Luftschutzkeller für die Einheimischen. Boah. Schau, geh mal her. Schau mal, Jungs, kannst du reingehen? Bei ihm machen wir rein. Geh jetzt rein, jeder. Nein, ja, rein, jeder. Leider haben wir zu wenig Licht mit, aber der ist auch nicht so groß, der Stollen. Der endet dann gleich nochmal. Ja, wie gesagt, das ist die Teufelsmühle in Rinn. Wegzeit ca. 20 Minuten vom Emskreis weg. Und ja, zu dieser Mühle gibt es eine kleine Geschichte und die möchte ich euch jetzt erzählen. Eine der schönsten Wanderungen auf dem Mittelgebirge südlich von Innsbruck führt über den Tummelplatz nach Aldranz und vorbei am Herzsee durch ein schattendunkles Tälchen nach Judenstein. In der Tiefe dieses Tales stand bis in die jüngste Zeit die Ruine einer verfallenen Mühle, an deren Wand ein Teufelsbild aufgezeichnet war. Diese Mühle hat einmal ein Aldranzer Bauer errichten wollen, und zwar, da ihm das Geld fehlte, mit der Hilfe des Teufels. Der Böse erklärte sich bereit, die Mühle in einer einzigen Nacht bis zum ersten Hahnenschrei fertigzustellen. Dafür müsse die Seele des Bauern ihm gehören. Flugs machte sich der Satan ans Werk und erbaute in wenigen Stunden die ganze Mühle. Es fehlte nur noch der große Mühlstein. Schon nahte der Morgengrauen. Daher musste sich der Teufel, der den Mühlstein aus dem Inter heraufschleppte, beeilen. Als der Bockfuß am Herzsee vorbeikeuchte, hörte man von den Wiesenhöfen herüber das erste Kikeriki. Das Spiel des Satans war verloren. Voll ohnmächtiger Wut schleudert der geprellte Teufel den Mühlstein ins Tal, wo er in 1000 Trümmern zerschellte. Der Bauer aber lachte sich ins Fäustchen und nannte seinen Besitz zu Ehren des höllischen Baumeisters die Teufelsmühle. Ja, nachdem wir jetzt die Teufelsmühle angeschaut haben, würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Spot über. Ja, Lisa, dann schieb uns das nächste Szenario. Und schon wieder zum nächsten Spot gewechselt. Und zwar sind wir jetzt in Absam und wir gehen zum Fallbachklamm. Dort hoffen wir, dass der Wasserfall voll aktiv ist. Und ja, gehen wir zum nächsten Spot. Bis gleich. Ja, oben, weiter oben ist nochmal ein Parkplatz. Aber dadurch, dass heute Samstag ist und so ein geiler Tag, haben wir gerade geschaut und da oben Parkplatz war voll. Das heißt, es gibt zwei Parkplätze, einmal ca. 200 Meter davor. Und ja, aber ich werde euch dann hinterher die Parkmöglichkeit natürlich wieder unten da einschreiben. So wisst ihr genau, wo ihr hin müsst. Na eben, da wäre der andere Parkplatz. Aber wie gesagt, da war jetzt leider voll. Und jetzt haben wir beim Waldspielplatz unten eins weiter vorne parken müssen. Wow. Ja, jetzt circa nach, wie lange ist das gewesen? 20 Minuten, oder? Ja. Da oben, da sieht man schon ein Stück vom Wasserfall. Genau da oben rein. Da gehen wir jetzt hin. Da circa 20 Minuten Fußweg. Wie gesagt, wir haben jetzt Dezember, Ende des Jahres. Das wird auch unsere letzte Aktion sein. Da haben wir überall noch ein bisschen Schnee liegen, ist aber gar nicht allzu viel. Und jetzt haben wir das geschwitzt da noch. Ja, das ist die Fallbachklamm. Wie gesagt, wir gehen jetzt da hinten in die Richtung dann noch. Da kommen wir zum Wasserfall. Schauen wir, wie es oben aussieht, ob man aufgehen kann. Weil im Winter ist es nicht so ohne, bei dem oberen Bereich. Weil ich weiß, weil es mal früher eine schwere Lawine abgegangen. Ja, schauen wir einfach mal. Ja, das wirkt ja mal sehr abenteuerlich in dieser kleinen Klamm rein. Ja, jetzt könnt ihr aufgehen zu Fuß bis drauf, bis zum Wasserfall.
Aufpassen, da wird's gefährlich, Lisa, gell? Ja, da hinten rein, da ist der Wasserfall. Im Sommer ist überhaupt kein Problem. Aber jetzt im Winter, weil da oben das Wasser aus dem Gebirge rauskommt, da weiß man nicht, weil da liegt überall Schnee. Also uns ist es zu gefährlich, da hinten jetzt reinzugehen. Aber ist auf alle Fälle ein richtig hammergeiler Spot. Ja. Das war's mit unseren drei Ausflugstipps für euch in der Nähe von Innsbruck. Und wir wünschen euch ein gutes neues Jahr 2024. Bleibt dabei und lasst uns ein Abo da. Ja, bis auf die nächsten Abenteuer, wenn es wieder heißt Pathfinder Tirol on Tour. Wir sehen uns. Lisa musste wieder Abkürzung gehen. Wir wären ja nicht die Pathfinder, wenn wir nie einen Weg finden würden, gell? Ja. Zigarettenpause. Bella, hast du auch überlebt, oder? Ja, aber auch nur knapp. Auch nur knapp. Au weh. Soll die Bella dann immer runter? Jetzt hat sie Angst, geh sie holen. Kommt sie nicht mehr vor und nicht mehr zurück, gell? Kimbella! Bella, ich kann dich da jetzt aber nicht treffen. Jawohl!